Die Gedanken, die wir in unser Bewusstsein lassen, entscheiden darüber, wo sich unser Gemütszustand befindet. Wir alle leben auf demselben Planeten. Aber je nach unserem Bewusstseinszustand können wir die Welt so gegensätzlich sehen wie den Himmel oder die Hölle. Einfach ausgedrückt, wenn wir zulassen, dass wir negativ denken, dass wir in Hass, Wut, Unruhe und Sorgen gefangen sind, dann werden wir die Welt durch diesen Geisteszustand sehen. Es ist, als ob wir eine Brille tragen, die unsere Sicht auf eine negative Weise verzerrt. Um es mathematisch auszudrücken, unser durchschnittlicher Gemütszustand könnte minus 50 sein. Unsere Bandbreite an Gedanken und Erfahrungen ist auf minus 80 bis minus 20 begrenzt. Das heißt, in manchen Momenten sind wir leicht unglücklich, während wir in anderen Momenten vielleicht selbstmordgefährdet sind. In diesem Zustand ist es für uns sehr schwierig, uns vorzustellen, was Liebe ist. Und wenn wir sie berühren, dann nur mit großer Anstrengung und für sehr kurze Zeit, in der wir eine begrenzte Form der Liebe erahnen können. Bedenke auch, dass negative Menschen und negative Ereignisse andere negative Menschen und eine negative Zukunft anziehen. Umgekehrt, wenn wir in der Lage sind, in einem positiven Geisteszustand zu leben, dann wird die Bandbreite unserer Gedanken und Erfahrungen erhöht. In unseren schlechten Zeiten mögen wir ein wenig unglücklich sein, aber die meiste Zeit werden wir die himmlischeren Qualitäten der Liebe, Weisheit und Freude spüren. Von hier aus können wir auch beginnen zu verstehen, wie sich unsere Geisteszustände gegenseitig beeinflussen. Hast du jemals einen Raum betreten, in dem sich Menschen gestritten haben und sofort eine gewisse Unruhe in der Luft gespürt? Oder hast du schon mal eine Person getroffen, mit der du dich sofort wohlgefühlt hast? Oder du hast gemerkt, dass diese Person dafür gesorgt hat, dass sich alle besser fühlen, einfach durch ihre Anwesenheit? Denke darüber nach. Stelle dir vor, wenn du in einem Bewusstseinszustand bist, der zum Beispiel plus 20 ist. Wie wäre es, jemand zu treffen, der in einem plus 200 Bewusstseinszustand ist? Wahrscheinlich würde sich dein Bewusstsein allein durch die Anwesenheit dieser Person erhöhen. Stell dir für einen Moment vor, wie es wäre, einen echten spirituellen Meister zu treffen, wie einen Buddha oder Jesus. Vielleicht ist sein oder ihr Bewusstsein plus 20.000. Du würdest dich sofort friedlicher, glücklicher und liebevoller fühlen, ohne vielleicht wirklich zu verstehen, warum. Das wirklich Interessante an diesem Prozess ist, wie Licht Licht anzieht. Hast du bemerkt, dass du, wenn du in einem plus 50 Gemütszustand bist, andere plus 50 Menschen und plus 50 Situationen anziehst? Die Art und Weise, wie wir die Ereignisse in unserem Leben wahrnehmen, ist eine Reflexion unseres Geisteszustandes. Es ist sehr spannend zu beobachten, wie je bewusster wir jeden Moment wahrnehmen, desto mehr hat jeder Moment die Fähigkeit, uns zu führen und zu inspirieren. Vielleicht hast du auch schon entdeckt, dass Menschen mit höheren Geisteszuständen dich inspirieren und erheben. Beim Streben nach höheren Bewusstseinszuständen ist es für uns wichtig, dass wir Lebenssituationen wählen, die unseren Geisteszustand erhöhen. Zusammenfassend wird es offensichtlich, wenn wir die Wirkung unserer Bewusstseinsstufen bemerken, dass erstens wir die Welt durch unsere Geisteszustände sehen, zweitens wir beeinflussen uns gegenseitig und schließlich beeinflussen wir grundlegend unsere Zukunft. Bezeichnenderweise ist es einfache Mathematik, darüber nachzudenken, wie das Negative in unserem Leben in etwas Positives verwandelt werden kann. Solange wir uns an die Dunkelheit klammern, können wir uns nicht zum Licht befreien. Den meisten von uns dürfte bewusst sein, dass wir Hass nicht besiegen können, indem wir ihn verdrängen. Wir müssen ihn transformieren, ihn mit Licht erhellen. Wenn wir zum Beispiel jemanden hassen, dann ist es sehr schwierig, unser Bewusstsein auf eine bedeutende Ebene zu heben,
Weil unser Geisteszustand von diesem sehr starken Negativ in unserem Bewusstsein hingezogen wird. Wir können es nicht einfach verdrängen, denn es ist immer noch ein Teil unserer Natur. Damit wir weiterkommen, müssen wir unsere Anhaftung an diesen Hass loslassen und ihn mit Licht, in diesem Fall Liebe, erhellen. Wir müssen versuchen, uns entlang der Kraft zu bewegen. Vielleicht stellen wir uns vor, dass wir diese Person nur nicht mögen. Dann können wir vielleicht darauf hinarbeiten, nur gleichgültig zu sein. Es wird oft gesagt, dass wir lernen müssen, unseren Feinden zu verzeihen. Indem wir vergeben, lassen wir unser Negatives los. Und schließlich, obwohl wir sehen können, dass alle Menschen von Natur aus liebevolle, friedliche, weise und glückliche Seelen sind, ist der Geisteszustand mancher Menschen so weit vom Licht entfernt, dass ihre äußeren Handlungen negativ sein können. Wir sollten uns mit ihrer wahren Natur identifizieren, anstatt mit ihren äußeren Handlungen. Und wir werden feststellen, dass wir dann diejenigen mögen oder sogar lieben können, die wir zuvor gehasst haben. Und unsere Befreiung von diesem Negativen ist vollständig. Die helle Seite der Macht ist nichts anderes als dein eigenes Herz. Wie bewusst du dir deines Herzens bist, spiegelt die Ebene deines Bewusstseins wider. Das ist wichtig. Die helle Seite ist nichts anderes als ein erhöhtes Bewusstsein deines Herzens, während die dunkle Seite Unwissenheit über dein Herz ist. Das ist es, was aus einer spirituellen Perspektive mit Bewusstsein gemeint ist. Es ist einfach, wie bewusst wir uns unseres Herzens sind. Beachte eine letzte Sache. Auf der dunklen Seite gibt es eine erhöhte Anzahl von Gedanken, oft mit einem noch geringeren Grad an Kontrolle. Wenn wir wütend sind, wirbeln so viele Gedanken herum und so wenig Kontrolle. Während wir wütend sind, können wir nicht zuhören. Wir können nicht innehalten und atmen. Es ist außer Kontrolle. Komm auf die Lichtseite und du wirst sehen, dass es in der Liebe keine Gedanken gibt. Es gibt nur den Aha-Moment. Während wir zur Lichtseite reisen, verringert sich unsere Gedankenrate, unsere Kontrolle über unsere Gedanken nimmt zu und schließlich treten wir in die intuitiven Erfahrungen des Herzens ein, wenn wir vollständig auf der Lichtseite sind. Die Basis des Pfades des Herzens bist du und deine Beziehung zu deinem höchsten Selbst, deinem Herzen. Mit der Erkenntnis, dass alle bedeutungsvollen Momente ihren Ursprung im Herzen haben, ist es auch unvermeidlich, dass der spirituell Suchende, der an Weisheit und Vertrauen in sich selbst wächst, lernt, diesen Momenten zu vertrauen und mehr von ihnen von innen heraus zu suchen. Mit dieser Weisheit sind wir schließlich bereit, die Reise anzutreten. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like und klickt auf Abonnieren. Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal.